Die Zentralstaubsaugeranlage ist etwas, was im Register Haustechnik Estrich in der Kalkulation gesteuert werden kann. Wir haben hier keine planerische Repräsentanz dafür. Das heißt also, Sie müssen da nicht irgendwas mit auslassen oder entsprechend die Anschlüsse planen, sondern es wird halt hier einfach nur geschaltet. Es stehen hier die Varianten neben ohne Leitungen vorbereitet und Zentralstaubsaugeranlage zur Verfügung. Und wir haben hier unten die Möglichkeit, zusätzliche Anschlussdosen entsprechend zu vereinbaren. Die Berechnung der Zentralstaubsaugeranlage, ich gehe dafür mal aus der Voreinstellung der Sonderausstattung raus und gehe in die Berechnung, ist so aufgebaut, dass es Positionen gibt, die die Hausgröße prüfen. Das heißt also, wenn wir hier auf Haustechnik und Estrich, da wollte ich eigentlich hingehen, dann haben wir bei der Zentralstaubsauger Ausführung, Leitung vorbereitet und die Zentralstaubsaugeranlage. Und wenn wir jetzt auf die berechneten Positionen gucken, sehen wir, wir haben hier die Positionen mit einer entsprechenden Flächenfilterung. Einmal, ich gehe mit Doppelklick mal auf die Positionsebene, bis 150 Quadratmeter, einmal bis 250 Quadratmeter. Damit sehen wir wie bei allen Haustechnikpunkten wieder an dem Bereich, sollten Sie hier eher im Mehrfamilienhausbau unterwegs sein, dann dürfen Sie hier natürlich gerne noch weitere Varianten entsprechend ergänzen. Hier gilt, wie bei allen anderen Haustechnikpositionen, bitte die Langtexte, die sowohl für die Ausschreibung als auch für die Beschreibung in der vorvertraglichen und in der vertraglichen Baubeschreibung verwendet werden und eben die konkrete Ausprägung enthalten, bitte prüfen, eventuell anpassen. Das heißt also, hier ist sowohl das Gerät als auch die Anzahl der Steckdosen und so weiter und so fort, die Länge des Schlauches, das ganze Zubehör entsprechend beschrieben und wie gesagt, bis 250 und bis 150 Quadratmeter. Bitte hier auch der Hinweis, neben den zusätzlichen Anschlüssen, die Sie ja eingeben können, gibt es eben auch nochmal Anführungszeichen ein Anschluss mit Kehrschaufelset in der Küche. Bitte Achtung, auch hier der Text ist wörtlich gemeint. Das heißt also, das ist wirklich ein Anschluss, der gerechnet wird. Das heißt, hier werden nicht die Anzahl der Küchen gezählt, ne, hat einfach damit zu tun, die Anlagen sind von der Dimensionierung her für ein normales Einfamilienhaus gedacht. Das heißt also, hier bitte wirklich berücksichtigen, wie in allen anderen Haustechnikbereichen, falls es größere Häuser sind, dann dürften Sie hier in diesen Gewerken sich gerne damit beschäftigen, das entsprechende Positionsset zu erweitern. Die zusätzlichen Anschlüsse können erfasst werden. Da gibt es natürlich auch eine Prüfung, dass das nur dann entsprechend funktioniert, wenn die Zentralstaubsaugeranlage auch gewählt ist. Der Elektroanschluss für die Zentralstaubsaugeranlage wird wieder im Bereich Elektro gerechnet. Und für diejenigen von Ihnen, die eventuell eine Zentralstaubsaugeranlage im Standard der Baubeschreibung hätten und es dann die Möglichkeit gäbe, dass diese dann entsprechend entfällt. Dafür gibt es eben nochmal diesen Hinweistext, ohne Zentralstaubsaugeranlage, wenn das bei Ihnen wie bei uns kein Standard ist, dann muss dieser Text auch nicht für Angebotstexte gegriffen werden. Für diejenigen, die es benötigen, ist es allerdings entsprechend vorhanden. Ja, das ist Zentralstaubsaugeranlage, Steuerung über die Sonderausstattung im Register Haustechnik Estrich, keine planerische Repräsentanz, abhängig von der Größe des Hauses bis 150 bis 250, ein Stück zusätzlicher Anschluss mit in der Küche ist nochmal dabei, sonst die entsprechenden Anschlüsse für die Hausgrößen sind im Langtext beschrieben und zusätzliche Anschlüsse können entsprechend erfasst werden. Hinterkopf, bei größeren Häusern oder Mehrfamilienhäusern kann es sein, dass hier das Positionsset entsprechend geändert oder erweitert werden darf. Und das ist die Berechnung für die Zentralstaubsaugeranlage.